Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, Snowfall DLC und Natural Disasters. Die Disasters, die fehlen ein bisschen. Ich muss mal gucken. Katastrophen. Was? Wie wo? Landschaftsbau, Erdeverfügbarkeit. Ist ja interessant, dass es hier nicht alles gibt. Das müsste doch irgendwie, keine Ahnung, aktiviert sein. Also, wenn wir hier oben, da ist halt wieder das Aufnahmeprogramm. Das ist nur Evakuierung. Das müsste soweit. Oh, nein, ich möchte ja nicht. Nein, nein, manuell auslösen möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass irgendwann, keine Ahnung, vielleicht mal ein kleines Gewitter oder so kommt. Muss ja nicht gleich ein riesen Erdbeben sein. Naja, wir müssen halt Geduld haben. Ich habe auch mal gelesen in den Kommentaren, dass das, eben, wenn man es nicht selber ruft, doch ein Weilchen geht, bis das funktioniert. Hier haben wir Häuser gebaut. Die sollten also eigentlich hier Arbeitskräfte bekommen, zumal wir ja noch ein Bussystem gemacht haben. Hier hinten haben sie wieder keinen Treibstoff. Okay, dann Fahrt mit Elektrofahrzeugen. Wir haben kein Öl, also wir müssen das importieren. Brauchen wir irgendwas? Nein, wir sind hier eigentlich soweit wunschlos glücklich. Was wir noch hätten, wäre ein neuer Bahnhof. Das würde ich gerne mal noch in Angriff nehmen. Die Frage ist nur, wohin damit? Wir haben in dem Sinn... Oder wisst ihr was, wir kaufen mal eine neue Kachel. Ich würde hier unten gerne ein bisschen weiter in die Richtung gehen, damit wir hier dem Fluss entlang vielleicht auch noch ein bisschen siedeln können. Wobei es eigentlich Blödsinn, wenn man sich das so betrachtet, denn wir haben hier noch ein Riesengebiet, das wir noch nicht besiedelt haben. Dann machen wir das mal eher so. Hier fährt eh gerade ein Zug. Schön, ohne Lok? Nee, rückwärts. Aha, okay. Alles klar. Der fährt, genau, irgendwo haben wir doch... Ach, der fährt hier lang. Aha, die fahren da lang. Das ist, wenn man sich mal ein paar Folgen nicht mehr mit den Zügen beschäftigt hat. Boah, hier ist aber doch auch schon noch Verkehr. Dann verliert man ein bisschen den Überblick, wo die langfahren. Wisst ihr was, wir steigen mal ein. Moment, ich brauche meinen Pauseknopf, damit ich hier den machen kann. Und dann geben wir wieder Gas. Denn wir fahren ja hier neuerdings wirklich durch neu gebaute Dingens durch. So, wir müssen warten. Ist da vorne gleich der Bahnhof? Ach, okay, dann haben wir den jetzt gefunden. So geht's natürlich auch. Ich dachte, wir können ein bisschen mehr durch den Bahnhof durchfahren. Durch die Stadt, nicht durch den Bahnhof. Aber okay, dann haben wir den gefunden. Der ist hier okay. Geht darüber. Ja, eben hier vielleicht noch einen Bahnhof machen. Aber da würde ich warten, bis wir hier diese Gebiete noch erschlossen haben. Was ich auch mal noch gucken möchte, ist, wo haben wir denn Öl? Aha, das ist Öl. Okay, das ist ja doch noch mal ein Stückchen weit weg. Da oben haben wir auch noch mal ein bisschen. Und hier im Wasser drin. Das ist aber außerhalb der Map eigentlich. Aber da hochkommt, kann man im Wasser drin Öl gewinnen irgendwie? Das wäre mir neu. Das muss man ja schon irgendwie dann mit den Stadtteilen und so regeln. Naja, Erz wäre auch noch. Das wäre hier unten und hier. Ja, sonst ist halt also irgendwie... Ja, hier haben wir auch noch. Gut, das ist ein Riesenfleck. Aber sonst... sind wir nicht gerade verwöhnt, was das angeht, muss ich sagen. Naja, dann ist das eben so. Okay, Wohnungen. Jetzt siedeln wir aber hier weiter runter auf der Seite. Wie machen wir das? Hier haben wir auch noch einen Bahnhof. Das ist aber ein Personenzug, ganz klar. Das ist deutlich zu erkennen. Das war der orange TGW. Nett. Ah, die gehen dann hier hoch, genau in die Stadt rein. Wisst ihr was, aber jetzt irgendwie, ich möchte eben doch mal wieder mit dem Zug mitfahren. Wir machen das jetzt einfach mal. Oh, falsche Richtung. Halt. Falsch geklickt. Ach, der fährt auch rückwärts. Das scheint hier ein bisschen Mode zu sein. Dann fahren wir trotzdem rückwärts. Aber Moment, ich kann mich ja drehen. Ist ja auch doof. Man sieht dann halt irgendwie... Ja, nicht allzu viel. Wobei, ein bisschen sieht man. Aber ist nicht direkt Cockpit-Kamera. Ist halt ein bisschen auf dem Dach vom Waggon. Das ist aber irgendwie schon... Also da ist einiges passiert, muss man schon sagen. Die haben hier fett gebaut. Ui, und einmal hoch. Da vorne ist der andere TGW. Das ist schon cool. So eine Hochbahn ist einfach völlig cool. Gefällt mir extrem gut. Da kommt da entgegen der Kollege. Und hier geht's genau wieder in den Bahnhof runter, der da vorne ist. Nehme ich mal an. Oder fahren wir dran vorbei? Nein, wir fahren hier ins Gleis rein. Sehr schön. Ist eigentlich auch, ja, nicht eigentlich. Es ist ein Kopfbahnhof. Der geht hier nicht weiter. Den könnten wir noch weiter bauen. Das müssten wir uns dann auch mal überlegen. Aber da müssen wir hier vorne noch das Gebiet haben. Da brennt. Das sollte aber auch kein Ding sein. Ja, ja, die Feuerwehr ist schon da. Sonst haben wir zur Not noch Hubschrauber. Die können auch noch löschen.
Jetzt brauchen wir, wie gesagt, Wohnungen. Dann machen wir das mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Büros. Dann könnten wir hier unten eigentlich auch Wohnungen machen. Vielleicht nicht direkt neben den Gleisen. Aber hier so runter, beziehungsweise nein. Ich möchte die hier an den Fluss ran haben. So wie auf der Seite. Sind das Wohnungen oder sind das Büros? Ne, das sind Wohnungen. Okay, wir machen eine Straße. Meine geliebte Bäumchenstraße. Und gehen hier oben vielleicht raus. Jawohl, das können wir machen. Kommen wir da noch unten durch? Nein, kommen wir nicht. Dann ist das irgendwie nicht so ideal. Dann gehen wir hier rüber. Da haben wir dann einen Bahnübergang. Das ist soweit immer okay. Halt, ich bräuchte hier meine vernünftige Dingens. So, machen wir so. Dann machen wir das wieder eher gerade. Was? Entfernung? Nein, einfach anschließen. Ganz normal. Und hier wieder in der Kurve rein. Dass wir da wieder möglichst nah rankommen. Ach, Herr Jemine, jetzt wird es das Ding abreißen. Brauchen wir das noch? Schwierig zu sagen. Hier oben haben wir auch so ein Teil. Und das ist nicht verbunden. Da ist eine Autobahn dazwischen. Ich würde sagen, das bräuchten wir durchaus hier. Dann bauen wir außen rum. Machen wir das so. Und hier wieder geschlängelt runter. So, hier wieder bis zur Bahn. Und hier so. Und hier wieder der Bahn entlang. Wäre so meine Überlegung. Okay, das passt halbwegs. Und hier wieder rein. Dann natürlich die Querverstrebungen, damit hier das Land auch genutzt wird. Genutzt werden kann. Vielleicht noch eine so. Dann wir mit einer Kurve hier rauf. Ohne, dass wir da den Strom mitnehmen. Und das wäre soweit okay. Wasser. Beziehungsweise Heizung. Die wäre hier natürlich auch vonnöten. Wären wir hier rauf, hier rüber. So, da müssen wir... Was haben wir an Geld? Ja, fast 1 Million. Das ist schon okay. Gut, interessante Baukonstruktion. Das verbinden wir hier noch. Dann hat das Wasser weniger weit... Ein weniger weiten Weg. Okay, Wohnungen. Dicht besiedelt, würde ich mal sagen. Hier an der Autobahn, am Gleis und am Fluss. Das darf ruhig hier. Ich zappel allen Ernstes schon wieder. Ich merke es jeweils selber. Meine Herren, zappel Philipp in Rheinkultur. So, jetzt hier nicht zappeln. Das kann man auch ganz ruhig. Guck mal. Das geht tatsächlich. Der Heisenberg wird es kaum glauben. So, gut. Haben wir das? Bauen sie auch schon. Sehr schön. Gut, dann haben wir diesen Bereich hier erschlossen. Jetzt würde ich aber ganz gerne eigentlich hier noch runter gehen. Das machen wir mit einer Brücke. Damit wir nicht überall diese Bahnübergänge haben. Und wir könnten ja zur Abwechslung tatsächlich mal eine breitere Straße machen. Die Frage ist nur, kommen wir hier... bekommen wir hier die Höhe? Wahrscheinlich nicht. Da brauchen wir auch ein bisschen Platz. Wenn ich hier so rausgehe... Und dann, rauf. Doch, es geht. Okay, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir hin wollen. Also, erstmal so hinstellen, wie es funktioniert. Und dann hier so rüber. Das können wir eigentlich auch gerade machen. Und hier wieder rüber mit einem Bogen. Und hier hinten gehen wir wieder runter. Und belassen es aber mal bei der Breite ausnahmsweise und machen hier so eine Zentralstraße runter. Nicht eine Küstenstraße, da möchte ich die Wohnungen haben, sondern irgendwie so. Ja, hier wird es dann doch zur Küstenstraße, aber das ist ja auch nicht schlecht. Dann haben wir hier so eine Road Number. Was ist das für ein Ding in Amerika? Road Number 66, ne, das ist was anderes. Keine Ahnung, irgendwie da gibt es doch so eine Road entlang der Ostküste, ne, Blödsinn, der Westküste da in Kalifornien, genau, Los Angeles, San Francisco. Dass wir sowas nachbauen hier. Ist dann zwar kein Meer, aber immerhin, es ist ein Fluss, es ist Wasser, das passt schon. So, bauen wir noch? Nein, wir bauen nicht. Wohnungen brauchen wir gar keine mehr. Ach, was habt ihr denn für ein Problem? Haben wir tatsächlich schon wieder so viel Heizung verbraucht, dass das nicht mehr reicht? Das war hier auch schon höher. Die Produktion. Wovon hängt denn die Produktion ab? Das ist jetzt noch eine Frage. Das wird ja, keine Ahnung, die kochen Wasser oder wie machen die das? Ich bin nicht Heizungsfachmann. Oder sollen wir es
vielleicht hier noch anschließen. Bringt das was, wenn man das ein bisschen besser anschließt? Ne, hier unten ändert sich in dem Sinn nichts. Wir machen mal hier noch eine Strebe hin. Ob das hier irgendwie rauf geht? Nein. Wir haben definitiv zu wenig Heizungsproduktion. Da machen wir halt nochmal ein, zwei Kesselstationen. Aber nicht hier unten eben. Hier wohnen Leute. Oder seid ihr tatsächlich irgendwie zu wenig ans Netz angeschlossen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Sollen wir hier mal noch eine hinmachen? Aber dann versauen wir uns den ganzen Küstenabschnitt hier. Oder wir machen die hier hin und machen da Gewerbe außenrum. So als Schutzschild. Wenn wir das so machen, geht nicht. Aber hier geht's. Okay, und jetzt anschließen. Moment. Machen wir mal so. Dann funktioniert das. Strom werden sie hier aber keinen haben. Da müssen wir noch was machen. Bringt das was, wenn wir hier was ins Wasser stellen? Das müsste eigentlich funktionieren. Aber macht halt auch wieder Krach. Wobei hier vorne ist ja eben, wie gesagt, ein Gewerbe. 12.000 kostet das. Wir machen das mal. Dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Das müsste eigentlich was bringen für da. Und jetzt hier Gewerbe. Wir brauchen ja sowieso Gewerbe. Da gibt es das dicht besiedelte. Das wäre dann mal hier und hier. Und hier, jetzt muss ich nochmal gucken, wie weit ist die Reichweite. Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Bis wohin gehen deine... Was machst du Schlimmes? Da steht leider nichts mehr. Aber ich denke, bis ungefähr hierhin sollte das gehen. Das heißt, wir machen hier nochmal. Und hier nochmal. Und dann kommt unterhalb dann... kommen Wohnungen hin. Warum jammerst du hier rum, dass du keinen Strom hast? Schlecht erzogen. Moment, da muss ich hier den machen. Jetzt hat er Strom, ich wollte gerade sagen. Aber wahrscheinlich doch die Häuser, das war dann doch zu weit weg. Wir müssen die aber doch möglichst schnell ans städtische Netz bringen, denn diese Dinger hier, die... Okay. Ach du... Okay, die... Kommt die hier oben? Das interessiert uns natürlich dann eher weniger. Das ist ja nicht in unserem Gebiet drin. Aber irgendwo hier unten war die Warnung auch. Ach du grüne Neune, jetzt hätte ich besser aufpassen sollen. Wo kommt der Tsunami? Irgendwo gibt es doch so eine Warnkarte. Ich möchte nicht alle Leute jetzt hier. Sie haben die Erfahrungskatastrophen nicht gebaut und erhalten deshalb keine weiteren... was? Hä? Den erforderlichen Katastrophen? Haben wir? Wir haben doch... Oh, haben wir... Oh, ach du grüne Neune. Eieiei, wisst ihr, was mir da auffällt? Das habt ihr vielleicht schon in die Kommentare geschrieben. Wir haben natürlich die ganzen Katastrophensachen gebaut und dann die Katastrophen gerufen. Und dann haben wir den Speicherstand geladen und bei dem weitergespielt, wo wir noch gar nichts gebaut haben. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal Evakuierungsgebäude und Co. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz, wisst ihr was, wir machen mal ein Päuschen. Ich weiß sowieso nicht, wo der einschlägt. Jetzt werden wir halt nachträglich hier die Sachen bauen. Wo war das denn alles? Ach, du grüne Neune. nee, hier waren die Katastrophen selber. Hier bei Notfalldienste. Wo waren die? Hier, Notfalldienste. Die Dinger, die haben wir noch gar nicht. Doch, die haben wir. Da ist doch so ein Teil. Habe ich da doch falsch gedacht? Aber wir haben doch diese Wasserdinger haben wir doch auch hingestellt. Hier, die, genau. Tsunami-Warnboje. Wenn ich die mal anklicke. Sag mal, so viel zum Thema. Doch, doch, das haben wir schon richtig gemacht mit dem Laden. Da haben wir die Sachen gebaut. Aber warum sagt mir jetzt das Spiel hier oben, dass die erforderlichen Sachen nicht gebaut sind? Weil der Tsunami vielleicht hier oben irgendwo entsteht. Und hier oben haben wir natürlich keine Bojen. Aber dann wüssten sie auch nicht, dass ein Tsunami kommt. Jetzt hier Rätsel über Rätsel. Ich kann tatsächlich nichts machen. Den erforderlichen Katastrophenerkennungsdienst, das müssten doch schon diese Bojen sein. Wo haben wir Notfalldienste? Hier. Hoher Antennenmast. Erdbebensensor. Das sind schon die Teile hier. Was haben wir denn hier noch? Wetterradar und Weltraumradar. Okay, müssten wir. Ach, die können wir auch noch bauen. Wettermuster, immer gesagt. Ne, haben wir schon gebaut. Oder was, wie, wo? Moment, Gebäude existiert bereits. Okay, haben wir schon.
Und die haben wir eigentlich auch. Und die Schutzräume haben wir auch. Sieht man hier. Nicht gerade Tausende, aber genügend. Und für den Tsunami brauchen wir die hier. Und bei steigendem Wasserspiegel, böse Bojen haben zwar keine Reichweite, sie erkennen aber Veränderungen des Wasserspiegels und geben entsprechende Warnungen aus. Am besten platzieren sie Bojen auf hoher See und an Flussmündungen. Das haben wir eigentlich gemacht, soweit wir hier überhaupt hohe See haben. Und hier außen kann ich ja nicht, da das kein Gebiet ist von uns. Ja, wir lassen das mal auf uns zukommen. Mal gucken, wo der Tsunami kommt. Ich werde jetzt auch nicht die Leute evakuieren, das ist mir zu teuer. Ich weiß, dass das einiges an Geld kostet. Und wenn, also mir sagt die Logik, wenn wir nicht die nötigen Sachen haben, um das zu entdecken, dann muss das außerhalb des Bereiches sein, den wir hier abgedeckt haben. Wäre ja eigentlich logisch. Wenn hier oben irgendwo ein Tsunami kommt, da haben wir keine Bojen, also können wir eigentlich keine Informationen darüber bekommen. Ja, wir warten jetzt mal. Wir harren der Dinge, die da kommen. Was hast du für eine Sorge, Kollege? Kranke Bürger. Okay. Vielleicht wieder mal ein Krankenhaus hinstellen, das haben wir natürlich schon auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber eben auch, weil die Heilung... wir haben... Ach du grüne Nonne, wir haben viele kranke Bürger. Habe ich irgendwo was mit Wasser gemacht, das hier das Wasser verseucht? Das ist sonst schon arg viel, was hier an Krankheit ist. Ach du grüne Nonne, wenn ich das jetzt wüsste. Wenn ihr... sagt, ja Heisenberg, du musst halt, du darfst halt nicht, dann bitte in die Kommentare damit. Dann haben wir das Problem schnell gelöst. Sonst haben wir jetzt das Problem, dass wir bei Staffel 1 bei der ersten Stadt auch hatten. Da ist uns im Prinzip die ganze Stadt weggestorben. Irgendwann aber einem gewissen Stadium bringen dann natürlich auch die Krankenhäuser nicht viel. Weil die einfach gar nicht mehr hinterherkommen. Wir müssen jetzt hier aber trotzdem einfach auch, damit wir hier mal wieder eins haben. Zack, kommt hier ein großes Krankenhaus hin. Das freut schon mal die Leute. Und da hinten brennt. Ah, was ist denn los hier? Heiliges bisschen. Es brennt, aber das gibt mir jetzt schon zu denken mit diesen vielen kranken Leuten. Wir müssen irgendwo etwas falsch gemacht haben. Na, hier mal zum Wasser gehen. Habe ich so ein super Recycling-Center irgendwo hingestellt, wo wir Wasser rausholen? Nein, habe ich eigentlich nicht. Nicht wissentlich zumindest. Was bist du hier? Eine Kesselstation. Ach, die hat nicht genügend Treibstoff. Das ist natürlich auch doof. Dann haben wir wieder ein Problem mit der Heizung. Deswegen, wahrscheinlich haben wir viel zu viel Heizungen, also viel zu viele solche Stationen gebaut, aber die haben zu wenig Treibstoff und deswegen heizt es nicht richtig. Deswegen haben wir hier, ja, hier unten zum Beispiel schon wieder. Nee, die sind krank. Aber das kann ja nicht an der mangelnden Heizung liegen. Irgendwo haben wir hier einen Wurm drin. Definitiv. Die Frage ist wo. Und die haben kein Wasser. Okay, das werden wir noch kurz hier korrigieren. Okay, ihr habt Wasser. Aber wir haben ein anderes Problem. Irgendwo. Die haben schon wieder. Die haben ein Heizungsproblem. Halt, falsch. Nicht genügend Wärme. Vielleicht sind sie deswegen krank, weil sie hier natürlich alle frieren. Das kann natürlich auch sein. Aber was sollen wir denn hier noch machen? Heizungsverbrauch? Nochmal so ein Teil hinstellen und dann hat es wieder keinen Treibstoff? Das ist ja auch irgendwie doof. Wobei diese Treibstoffmeldung sehe ich nur hier hinten. Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das sieht hier nicht mehr wirklich gut aus, muss ich sagen. Wohin mit dir? Wir bauen dich auch nochmal. Hier unten, hier haben wir, glaube ich, so ein Teil. Oder was haben wir hier? Ein Super Recycling Center? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas haben wir doch hier hingestellt. Moment, wir gucken mal. Auch eine Kesselstation, aber die funktioniert halt auch nicht. Weil sie nicht genügend Treibstoff haben. Die haben hier aber eigentlich eine Verbindung. Müssen wir noch ein paar Abfahrten machen. Hier oben haben wir eine für die Autobahn. Wo war die nochmal? Hier, dieses Kreuz. Dann kommen sie hier unten, kommen sie, ja, in dem Bereich kommen sie eigentlich nicht von der Autobahn runter. Da müssen wir tatsächlich noch was machen. Oder kommen sie? Irgendwie müssen sie hier doch auch in die Stadt reinkommen. Das ist hier eine normale Brücke. Ja, ja, hier oben ist dann nochmal so ein Kreuz. Wir müssten hier tatsächlich nochmal was machen. Dafür bräuchten wir aber diese Kachel hier. Das würde ich dann, glaube ich, mal machen. So, gekauft. Und dann können wir hier natürlich auch irgendwie eine Abfahrt machen. Nochmal so ein Kreuz. Das gehört uns jetzt auch. Also wir haben Platz. Da haben wir aber noch ein Vorkommen. Moment, ist eigentlich irgendwo ein Tsunami unterwegs? Ja, irgendwo weiter oben. Okay, das
lassen wir mal außen vor. Ich möchte mal gucken, was ist das hier? Das ist fruchtbares Land. Das wäre also Agrarwirtschaft, Landwirtschaft und Wald ein bisschen dahinter. Okay, aber wir können trotzdem hier ein Kreuz machen, damit sie früher rauskommen. Dann kommen sie auch in dem Bereich hier hinten. Und hier oben, ja, da haben sie die Straßen. Haben wir hier dermaßen, ja, hier haben wir doch. Ja, es geht zwar, aber Stau haben wir ein bisschen, dass sie nicht schnell genug wahrscheinlich darauf kommen. Ich würde sagen, wenn wir nochmal eine Abfahrt machen hier vorne, dann entlasten wir eben auch dieses Dreieck. Das wäre schon eine Idee. Gut, also das ist dann mal sozusagen Plan Nummer 1, den wir haben. Und rausfinden, warum hier so viele Leute krank sind. Gesundheit. Boah, okay. Ganz krass. Hundertprozentig irgendwas mit dem Wasser nicht in Ordnung. Jetzt ist halt die Frage, warum. Haben wir hier diese Kesselstation? Was machen die denn genau? Darf man die auch nicht in die Industrie stellen? Also hier haben wir sie nicht in der Industrie, aber irgendwo haben wir sie offensichtlich. Dann wird das Wasser verunreinigt und dann hat man diese ganzen kranken Bürger. Wie soll man das denn jetzt hier rausfinden? Die können sowieso nichts machen, nicht genügend Treibstoff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht genügend Treibstoff. Okay, also, aber dann können die auch nichts versauen. Von daher. Aber hier mit der Heizung, das klappt irgendwie überhaupt nicht mehr. Heiliges bisschen. Wir machen noch mal ein paar Verbindungen. So. Hier noch rüber. Geht nicht. Aha, über den Kanal rüber geht wieder nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, hier geht's ja auch. Dann muss das hier doch auch gehen. Mal in zwei Schritten bauen. Ja, ja, geht schon. Okay. Einfach, dass sie ein bisschen eher sozusagen hier zu ihrer Wärme kommen. Aber wir haben natürlich auch... Guck mal, aber das geht auch immer weiter runter. Ja, weil die halt kein Sprit haben. Die können nichts machen. Haben wir eine Alternative? Die hier. Geothermieheizkraft. 120. Die machen halt weniger. Also die haben weniger Leistung. Wie machen die das? Nicht fossil, dafür ist sie äußerst umweltfreundlich. Das gehört zu einem Kreis, pumpt die Wärme aus der Tiefe hoch und verteilt sie. Die brauchen also keinen Sprit. Sorgen sie dafür, dass die Gebäude mit verbesserten Wasserrohren verbunden sind, um die Wärme an die Gebäude zu verteilen. Alles klar. Hast du irgendwie, was hast du denn? Lärmbelästigung. Wir bauen hier mal so ein Teil irgendwie hin und schließen das ans örtliche Netz an. Guck mal, das passt hier doch perfekt hier hin und es ist ja umweltfreundlich. Na, ging doch gerade. Achso, man müsste die Straße noch erwischen. Na? Jetzt. Okay, gekauft. Bist du schon angeschlossen? Nein. Machen wir das noch? Halt, ich brauche eine Röhre. Hier rein. Okay, und schon bist du angeschlossen. Das müsste ein bisschen was bringen hier für diese Häuser. Hoffe ich doch mal. Jawohl. Denn eben, die brauchen den Sprit nicht. Wir brauchen ein paar so Teile. Als Alternative zu diesen fossilen Wärmegewinnungsmaschinen. Sozusagen. Okay, aber jetzt hat sich's hier halbwegs beruhigt. Wie sieht's aus generell? Immer noch nicht. Okay, wir müssen noch mal ein paar so Teile hinstellen. Okay, einfach als Alternative, wenn uns eben der Sprit ausgeht. Das geht gar nicht anders. Aber eigentlich müssen wir die nicht hier ins Zeug reinstellen. Wir können die auch hier außen reinstellen. Das muss ja nur am Netz sein. Wohin, wohin, wohin mit dir? Hier oben haben wir noch Industrie. Hier. Nee, doch nicht. Ah, ich habe keinen Platz. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind unter Zeitdruck. Denn ja, wenn uns hier natürlich alle, die ganze Bevölkerung wegstirbt. Ja, da. Naja, gut, die ganze ist es noch nicht, aber ein Teil. Sonst machen wir hier halt nochmal so ein Teil hin und gleich nochmal eins. Dann sind die alle ein bisschen... Also wenn es schon Krach macht, dann soll es halt richtig Krach machen. Zack. Und anschließen halt Röhre. Zack. Und eine Röhre von hier nach da. Zack. Ein bisschen was sollte sich hier tun. Nochmal gucken. Produktion. Okay, jetzt ist die Produktion wieder höher. Und wenn jetzt, wenn wir wieder Sprit haben, dann werden wir eine Killer-Heizungsproduktion haben. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Lieber zu viele als zu wenig. Das
Bringt uns jetzt hier aber noch nicht wirklich weiter. Oh. Heieiei. Irgendwas habe ich irgendwo gebaut, wo es nicht hingehört. Definitiv. Oh, und hier haben wir Wasser. Sehe ich das richtig? Ist hier der Tsunami unterwegs? Zumindest haben wir höheres Wasser. Okay, dann ist das wahrscheinlich eine Nachwirkung des Tsunamis, da irgendwo hier oben, ich weiß nicht wo, eingeschlagen hat. Hier unten haben wir kein Problem. Boah, jetzt gibt das Spiel aber wieder mal Gas hier. Überschwemmung. Hier unten auch. Zumindest ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass die Straßen unter Wasser werden. Da ist einfach hier der Wasserpegel natürlich gestiegen, weil wir irgendwo eben den Tsunami haben. Vielleicht weiter unten, dass das hier unten passiert ist? Nee, ich sehe nicht wo. Die Warnung ist weg, dass einer kommt. Das heißt, er hat, das Ereignis hat schon stattgefunden. Hier auch. Es steigen einfach überall die Pegel. Das ist natürlich auch Käse. Da überflutet alles. Oh Gott, das arme Städtchen. Es steht vor dem Aus. Mit so vielen kranken Bürgern. Ja, liebe Leute, falls ihr eine Idee habt, wo ich was gebaut habe, das irgendwas mit dem Wasser zu tun hat, was nicht dahin gehört und deswegen das ganze Grundwasser verseucht, dann bitte in die Kommentare damit. Ich hoffe, wir kriegen so das Städtchen nochmal gerettet. Das ist nämlich hier schlicht und einfach Käse. Das geht hier rauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gut, danke fürs Zusehen. Ich sage da mal Tschüss hier aus einer darbenden Stadt. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal in den Griff. Ja, ich zähle auf euch. Danke fürs Zusehen und danke schon mal, wenn ihr wisst, ja, woran es liegt. Bis dann. Tschüss.